Zwergenstein. Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde der zwergischen Unterhaltung, zu Let's Play Warhammer 40k Space Wolf The Great Awakening. Wir haben unseren zweiten Obelisken vor der Nase und ich denke mal, dass wir den down kriegen. Ich hoffe es zumindest. Ich meine, so eine große Herausforderung ist das Ding ja nicht. Ja, jetzt fängt er an, Schaden zu machen. Tatsächlich erst nachdem... Die haben wir nicht getroffen, ne? Erst nachdem die Dämonen tot sind und natürlich auch mit so einer extremen Reichweite, dass er mich trotzdem trifft, wenn ich jetzt mit einer Laserkanone auf ihn schieße. Das ist natürlich echt hart. Das heißt, es lohnt sich im Kampf gegen die Dämonen vorzupreschen, um dann besser Schaden machen zu können. Oh, super. Ein Laserstrahl reicht, dann ist das Ding zu. Mit jedem zerstörten Obelisken wird der Energiekreis schwächer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Tja, auf dem richtigen Weg, das Ritual zu unterbrechen oder was auch immer hier zwischen gefangen ist, zu befreien. Aber ich muss dazu sagen, die Farbe dieser Energie, die aus diesem Obelisken kommen, ist auf gar keinen Fall Necron, weil Necron ist meistens alles grün. Und ja, so violett ist meistens Chaos, blau, bläulich ist so, ja, Mächte der Ordnung. Kann man jetzt auch nicht so wirklich so genau festlegen. Ich denke mal, die Farbe des Warps wird sich jetzt nicht für jede verschiedene Rasse ändern. Aber es wird meistens einfach so dargestellt. Irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, weiß auch nicht. Aber ich sag's euch, Leute, ich wette, wir befreien gerade was, anstelle es zu verhindern, dass es befreit wird. Ich spür sowas. Als alter Warhammer-Veteran. Gab's übrigens auch mal wieder eine schöne... das war übrigens auch mal in den Ragnar-Roman, von denen ich ja schon so unglaublich oft erzählt habe. Da kam das auch vor, dass die auch losgezogen sind, um... eine große Seuche einzudämmen auf einem Planeten und was haben sie gemacht? Tja, einen großen Verseucher-Dämon irgendwie aus Versehen freigelassen und dann ging da richtig ordentlich die Luzi ab auf dem Planeten. War, glaube ich, sogar der zweite Roman, den ich gelesen habe. Das müsste der zweite Teil gewesen sein. Also auf jeden Fall super spannend geschrieben. Egal, ich habe schon so oft erwähnt, ich müsste langsam Geld dafür bekommen, dass ich Werbung für dieses Buch mache. Wie gesagt, ich kann es einfach nur empfehlen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hinter uns Dämonen auftauchen oder wieder vor uns neue Welle, weil dieser Weg hier ist extrem lang und geradeaus. Einfach zu großer Laufweg. Ich wünschte mir hier echt so eine etwas begrenztere Map. Eigentlich können wir auch den letzten von diesen komischen Pfosten hier stehen lassen, weil der Aufgang zu Symmetros Frell ist wesentlich früher. Ja, komm. Warte mal lieber noch ein bisschen. Und du zieh doch bitte mal die nächsten Heilungskarten. Du kannst ja ein Stück zurückbleiben, dann lad mal hier nach. So, und irgendwann geht wieder scouten. Wow, tatsächlich kein Trigger. Ja, ich hätte vielleicht warten sollen, dass er noch einen Zug hat, um zurückzulaufen. Not so smart. Wir müssen unserem Bruder zu Hilfe eilen. Aber sollte klappen. Ja, solange wir die Plasma in Position kriegen können, ist alles gut. Echt so eine Standardwaffe, ne? Ist ankommen, aber was heißt ankommen schon bei den Karten, die man eigentlich kriegen kann? Und tut echt so gute Dienste. Auch wenn sie unglaublich oft failt.
Ich bleib hier stehen. Hier hätte ich gerne die Feuerlinie. Ah, Ingwer. Oh, er kriegt nicht auf den Dötz. Womit laufen wir? Das ist ganz cool, damit wir gleich nicht weniger, damit wir gleich weniger Schaden nehmen. Ich würde sagen, erstmal pumpen. Und jetzt in die Feuerlinie zurück. Leider ist das Gewehr nicht aufgeladen, aber die werden eh gleich so weit aufschließen, dass ich da kein Overwatch rauskriege. Dafür kann Ray das machen. Und die sind auch gut weit weg von dem Dingen da. Aber ich würde mir echt langsam mal mehr Necrons wünschen. Ich meine, die eine Mission in den Tempel war schon echt hart. Aber ich meine, der Planet müsste jetzt so langsam im Erwachen liegen, weil wenn einer von denen wach wird, dann werden es nach und nach alle. Und ich würde bezweifeln, dass unter dieser Planetenoberfläche wenig Gegner schlummern. Ich glaube, man zieht mit Absicht wesentlich weniger Heilungskarten, als man hat. Das wird wohl absichtlich so eingestellt sein, dass man sich hier nicht so einen super Heilungsdeck basteln kann. Ja, das ist ein schöner Schuss. Wenn mir der andere da lieber wäre. Mit seinem 50 Leben. Ja, klappt jetzt. Zum Glück macht der Flammschaden von der Waffe keinen Damage hier auf ihn. Zum Glück haben wir Schilder draufgepackt. Können wir uns bei ihm bedanken? Sieht nicht so aus. Wir haben echt gar nichts. Dann preschen wir schon mal weiter vor. Ich würde ihn gerne killen. Was für schönes Ziehen. So, das bringt mich auf 6. Das nehme ich hin. Zwar nur Kleinschaden, aber Schaden. Oh, können wir ihm die Keule überbraten? Not bad. Die hat zwar eine sehr geringe Trefferchance, aber ich musste sie leider mitnehmen, weil ich ja meine beiden Energieschwerter fusioniert habe und dafür jetzt dieses eine fette Ding mit den 700 Damage habe. Nachladen. Wir sind bereit für alles, was kommen mag. Außer ein Hinterhalt, weil Valga noch nicht so ganz frisch ist. Und immer noch nichts gezogen. Darf auch schnell gehen. Ja, was soll ich hier großartig kommentieren? So, wir laufen, laufen und laufen. Trigger nichts. Die unglaublich lange Wegverlängerungsspirale. Die brauchen wir noch. Die hier können wir ausspielen. Vielleicht eine der unnützesten Karten in meinem Deck, aber die lässt sich, glaube ich, nicht wegpacken. Wenn ich doch nur wüsste, welche Waffe ich dafür ausgetauscht habe. Ich glaube, das war die Sniper, die 320 Schaden macht und irgendwie 90% Genauigkeit hat oder so. Ich wollte einfach nicht so viele Sniper haben, obwohl es lohnt sich eigentlich, weil die Overwatch-Sniper verbrät ja so viel Munition. Muss ich vielleicht wieder switchen?
Genau, ich dachte damals, dass diese Pumpgun nämlich nicht ausrüstbar ist, sondern dass man sie einfach einsetzen kann. Da war, glaube ich, mein Fehler, den ich dahinter hatte. So, hier wird Eva spawnen. Nein. Okay. Will ich nicht zu weit vorwärts gehen, weil gleich fängt das Ding an, da rumzuticken. Da hätte ich nämlich jetzt echt gerne die Karte wieder mit Ray und dann einfach durchlöchern. Wir sind zumindest vorbereitet. Ich musste das rauscyceln. Nehme ich die hier beiden weg. Okay, die müsste es eigentlich auch machen, oder? Komm, hau was weg. Und das Schwert. Die Keule hatten wir vorhin schon. Also wie gesagt, ich glaube, dass die Heilungskarten extra langsam zurück in den Kreislauf kommen. So, checken. Zwei Felder kurz. Eigentlich hätte schon längst gespawnt sein müssen. Wir müssen uns direkt vor die Mine stellen. Wenn das mal jetzt gleich keinen Ärger macht. Ah. Okay. Tja, das war's mit eurem Heal. Noch ein Zerstörter. Einer ist übrig. Ja, ich glaube, den lassen wir stehen. Tja, sind wir sehr, sehr gut eingekesselt. Hier ist einer weniger gespawnt. Das heißt, zwei Gegner mehr als normalerweise bis jetzt. Also wir werden den ersten Ansturm abwarten müssen. Und ich habe so gute Waffen. Irgendwas muss ich spielen. Weil ich mich mindestens positionieren muss. Das Problem ist einfach, angeschlagen zu sein in dieser Situation ist nicht gut. Shit, ich stehe noch immer bescheiden. Egal, bleib dabei, weil ich mit den Overwatch alle drei Felder abdecke. So, Ingwer bleibt in diese Richtung. Oh, zweimal rennen. Die kann ich nicht gebrauchen in dem Kampf hier. Der Flamer ist gleich bestimmt ziemlich praktisch. Die Nahkampfwaffen sind auch gut. Ich nehme noch die Bolter raus. Wow. So, du kannst die erste Plasmasalve abgeben. Und der hat keinen Schaden genommen, das heißt, ich feuer direkt nochmal. Das kann nur ein göttlicher Fingerzeig gewesen sein. Zum Glück noch nicht auf die Mine getreten, aber es kommt noch, wette ich mit. Sehr merkwürdig gerade. Nein, Valga. Valga nimmt jetzt echt Hartschaden. Was heißt Hartschaden? Aber der hat schon Damage und jetzt werden die auf ihn einhacken. Wir haben nicht viel Platz zu manövrieren auf den drei Felder großen Bereich. Wie ich den Feind kenne, werden die sich ja auch gleich anfangen zu fokussieren. Das heißt, die werden Ray vielleicht sogar stehen lassen, alle auf Valga gehen. Sehr schön. Das müsste für ein Finish reichen. Oh, da steht noch einer. Verdammt, den hätte ich lieber... ich den Overwatch noch aufheben sollen. Jetzt mit dem Jumppack rüber und Flammenwerfer, aber passt nix. Da hilft nur die Axtzeit.
Sehr schön. Den Kollegen können wir gebrauchen. Mache ich zwei Bisse oder mache ich die fünf Turns höher? Treffe ich die beide mit? Ja, komm, ich nehme die fünf. Ich glaube, Race Plasma ist alle. Ja, what? Du hast nicht geschossen? So viele Möglichkeiten. Genau, halt Valgas Rücken frei. Und pump den hier einen Schuss in den Rücken. Ja, in den Rücken, ich meine direkt ins Gesicht, bitte. So, dann können wir hier noch den Cooldown draufsetzen. Das ist auch erstmal ganz safe. Also sieht nicht wirklich nach Bedrängnis aus. Wir haben es geschafft, Valga möglichst schnell auszugraben hier aus dem feindlichen Haufen. So, Bonus-Nahkampfschaden. Ich brauche meine Karten. Oh, das tat weh. Boah, ich habe nichts mehr auf den Händen. Gar nichts mehr. Oh, er hat noch eine Karte über gehabt. Ich kann nichts einsetzen. Ich komme hier nicht raus. Ich gar nichts. Okay, bleib da stehen. So, der Wolf kann zweimal beißen. Das sind 500 Damage, wenn man hier beide reinhaut. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir könnten, warte mal, 195 und 115, da kommen wir auf irgendwas mit zerquetschte 300. Das reicht für keinen von den beiden. Mich zurückfallen lassen und Sniper nachladen bringt auch nicht so viel, weil das kostet mich zu viel Zeit. Dann einfach draufhalten ist beste Option. Ah, shit. Ich hätte mich hier lieber fokussiert auf einen. 280 reicht nicht. Ich sitze hier echt fest. Okay. Komm, dann circle mal hier die beiden Dinger raus. Boah, na ja, gut. Ich mag die Schwerter von ihm überhaupt nicht, aber wenn ich sie brauche, kriege ich sie auch nicht. So, ich hoffe, dass er sich gleich bewegt. Das heißt, es gibt noch einen Overwatch-Schuss. Obwohl, den spießen wir jetzt eh auf. Weil der ist ja echt mega präzise. So, wir haben volles Schild. Wir haben keine Feuerwaffe. Ja, ein sehr atemberaubendes Deck. So, jetzt können wir ein bisschen Verheerung hier anrichten. Die Laserkanone sollte den hier clearen. Bitte. Schön. Lass mich raten, Wolf. mein Chef ist dran. Dann jumpen wir hier rüber und dann Keule in den Rücken, killt ihn nicht. Was reicht aus für einen anderen den Finish vorzubereiten? Gibt mir übrigens auch mehr Zeit zurück. Sehr schöner Treffer. So. Dem Runenpriester bleibt die Ehre erhalten, diese Bestie zurück in den Warp zu schicken. Erstmal nachladen. Das ist das einzig Gute an diesen Maps, wo so unglaublich viel Platz ist, dass man hier immer so ein bisschen Zeit hat, seine Wunden nochmal zu lecken, bevor es losgeht.
wenn man denn auch schlauer ist als ich und auch wirklich die Zeit nimmt, die richtigen Karten zu shuffeln. Ja, komm, ich warte, ich sammle Karten. Mein Schild ist soweit bereit. Brauche ich hier irgendwas? Nee, ich kann hier eigentlich auch gleich anfangen zu shuffeln, dass er ein paar Kampfkarten kriegt gleich und mal was reißen kann. Also am besten gefühlt ist jetzt echt der Wolfspriester. Warum wird das gemacht? Mit so einer teuren Karte gelaufen? Hm. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ups, vergessen. Egal. Wir müssen eh noch ein paar Schritte laufen, dann werden wir neue Karten bekommen. Von daher, was soll's. Komm schon, Valga, bitte. Oh, wir sind mit mehr Leben wieder raus, als wir rein sind. Das ist schon mal ganz gut. Also in diesen Kampf hier mit diesen Blutdürstern. Nachladen kann ich. Warum eigentlich nicht? Ein bisschen viel Punkte, aber wir ruhen ja gerade. Wobei ich jetzt auch schon wieder vorstoße. Das ist mir nämlich ein bisschen zu viel Gewarte. Ja, die Mine wird hier, glaube ich, für immer liegen bleiben. Außer es spawnt wirklich so weit weg noch ein Gegner. Ich bin ja mal echt gespannt, was Frel für uns bereithält. Der taucht doch immer echt dann auf, wenn am meisten Stress ist. Ich fand das ja so krass, dass bei wirklich der letzten Mission Frel und dieser Boss da gewesen sind. Und Spawns ohne Ende. Das Spiel verlangt einem schon echt einiges ab. Also zumindest sind sehr viele Missionen, die sehr spannend sind. Und dann haben sie ab und zu mal solche Missionen hier, die einfach nur... Ich glaube, was für einen Zweck hat sowas? Das ist einfach nur Zeitgeschinde. Tut mir leid, es einfach so offen zu sagen. Ja. Jetzt ist die Plasma ein bisschen weit hinten. Machen wir ein paar teurere Laufzüge. Ja, komm, wir behalten eine Axt und eine Plasma. Ja, und unser Wolf, der Tank. Also ich erwarte ja eigentlich jetzt schon ganz fest, dass mir, sobald ich über die Brücke gehe zu Frel und ihn aktiviere, dass mir da von hinten irgendwie die Hölle in den Rücken fällt. Na komm, ein bisschen überziehe ich noch bewusst, einfach nur, weil da mir einfach so viel nichts passiert. Ich könnte beide Pumpguns abfeuern. Schön. Rüstung auf den Scout ist immer gut. Sehr viel Rüstung auf den Scout. So, du hast dich perfekt vor den Wolf gestellt. Ich muss mich ja schon fast bedanken. Schön. Und Valga zieht ordentlich schnell nach. Wenn ich mich jetzt mit Ingvar noch zurückziehen lasse, ist auch sein Overwatch noch sehr, sehr nützlich. Also ich meine der von Valga. 1, 2, 3, ich weiß nicht, ob ich 4 Felder weit komme. Doch, ich komme, glaube ich, 4 Felder weit locker mit meinen beiden Waffen sogar. Schön, die Sniper stoppt.
Also diese Taktik, sich einfach in einer Reihe aufstellen und ankommen lassen, ist echt sehr bewährt. Leben brauchen wir nicht. Nachladen ist auch ein bisschen verschwendet bei zwei. Ich warte. Weil sich warten im Angesicht des Feindes auch irgendwie falsch anfühlt. Super. Oh, wir haben noch eine Heal-Karte. Ich würde ja ganz gerne warten, bis der Feind besiegt ist, um wirklich auch jeden eventuellen Schaden heilen zu können. Aber wenn die mir die Karte klauen, dann ist sie weg. Und darum weg damit. Oh, und wir können den braten. Meine ursprüngliche Idee, also vor dem Pumpgun Marine, den ich ausgetestet habe, war eigentlich noch so einen zweiten Raid zu basteln, aber da fehlen mir auch gute Karten für. Vor allem fehlen mir schwere Waffen, die einen Overwatch haben. Das ist echt Mangelware. Vor allem Plasmawaffen gibt es zwar, also die schweren, gibt es auch eine, die macht gewaltigen Schaden, wenn die aufgerüstet ist. Aber erstens musst du sie aufgerüstet bekommen. Und zweitens war das große Problem gewesen, dass diese Waffe, bei der war es kein Problem gewesen, aber alle anderen, die du zum Nachladen bräuchtest, machen alle Schaden am Charakter. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo die Waffe wirklich gut ist. Vor allem, was echt eine Frechheit ist, wenn du die Waffen aufrüstest, wird der Schaden am Charakter höher. Yay, das lohnt sich. Da stecke ich ganz viel Zeit rein zu sammeln, um mich selbst noch schneller umbringen zu können. Ich meine, so hat bestimmt unser Freund Egil hier gedacht, als er sein Deck gebaut hat. Aber ich möchte doch schon etwas, was ein bisschen mehr aushält. Boah, 30 Punkte drauf. Also wir haben insgesamt gehabt, so, ein Biss für umsonst, einmal knuspern, den letzten Schuss könnte, und da müssen wir erst laufen, kein Ding. Ich überlege jetzt echt, soll ich den letzten Pfosten da jetzt auch noch machen? Ich meine, ich habe mir jetzt eh alle kaputt gemacht bis jetzt. Wir haben die Kiste, wir kämpfen gleich gegen Frell. Ich mache den letzten Pfosten gleich auch noch weg. Aber Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also Leute, bis dann. Ciao.